Durchbruch ins Donntal. Geheimnisse im Lenninger Tal. 45 Kilometer, 580 Höhenmeter. Eine Runde Heimatkunde. Mein Name ist Martin Schmid, ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Geheimnisse im Lenninger Tal. In der Tat kennen nur wenige die Stelle, die wir heute besuchen. Nur wenige wissen von dem kleinen Weg, auf dem man die vielleicht schönste Stelle im Lenninger Tal findet. Darum mache ich auch aus der Route ein bisschen ein Geheimnis. Ein herrliches Naturschauspiel und gleichzeitig so fragil, ausgeliefert und zerbrechlich. Die Stelle ist nichts für Massentourismus, aber für zwei vorsichtige Radler reicht es. Abonnenten unter euch wissen natürlich längst, dass ich schon viele schöne Stellen im Lenninger Tal besucht habe. Das schwäbische Pamukkale ist einer davon. Und für ein Abo hinterlasse ich euch gerne den Link in der Infoleiste. Wir fahren zunächst bis Schlattstall. Dort machen wir Pause, bevor wir einsteigen in eine neue, unbekannte Route auf halber Höhe am Albtauf entlang. Halbe Höhe, das heißt, jetzt kommt erstmal ein Anstieg. Aber nicht schwer und überschaubar. Es ist ja nur die halbe Höhe. Für einen schönen Ausblick reicht es. Ja, ist das geil. Ist das geil. Durch den Wald erreichen wir das Donntal. Oh, ja. Der dortige Bach birgt, wie viele Bäche am Karstgebirge, ein Geheimnis. Karstgebiete sind Gebiete mit kalkhaltigem Gestein. Auf der Alb ist das der sogenannte Weiße Jura.
Kalkgesteine haben die Eigenschaft, durch die im Regen enthaltene Kohlensäure aufgelöst zu werden. Das im Wasser gelöste Calciumcarbonat fällt bei Erwärmung oder bei Druckänderung, zum Beispiel durch Turbulenzen, wieder aus. Es verwandelt sich und zerfällt zurück in Kalk und Kohlensäure. Die im Wasser gelöste Kohlensäure steigt gut sichtbar als Gasbläschen auf. Der Kalk setzt sich ab. Er bildet im Laufe von Jahrmillionen die charakteristischen Kalksinterformationen. Der ausgefällte Kalk sintert zu den Kalkterrassen zusammen. Auch wenn die Terrassen robust aussehen, sind sie doch sehr empfindlich. Schließlich bestehen sie nur aus lose zusammengesinterten Kalkteilchen. Rücksichtslose Touristen und spielende Kinder zerstören in Sekunden, was Jahrtausende gewachsen ist. Natürlich besuchen wir auch die Quelle der Schwarzen Lauter. Die Quelle der Weißen Lauter, die fast nicht mehr vorhanden zu sein scheint. Beide zusammen bilden bei Gutenberg die sehr bekannten Kalksinterterrassen, die zum Weltkulturerbe gehören. Und uns erwartet nur noch der Heimweg durchs schöne Lenninger Tal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hat dir dieser Film gefallen? Dann schreib mir deine Meinung in die Kommentare und vergiss nicht,
den Abo-Knopf zu drücken.